Nur noch mal zum besseren Verständnis. Sehe ich das richtig? Auf einmal sind riesige Menschenansammlungen überhaupt kein Problem, wenn es um den Andrang von Impfwilligen geht, während man im Jahr zuvor sogar Jugendlichen, die man beim Eisessen zusammenstehen sah oder die sich im Park getroffen haben, die Polizei auf den Hals hetzte. Auf einmal ist positiv getestet doch nicht gleich infiziert und das ist doch nicht gleich erkrankt, während man im Jahr zuvor alle Grundrechtseinschränkungen genau mit dieser Gleichsetzung begründet hat. Auf einmal müssten Grundschulkinder nur noch einen Pooltest machen, der vom Labor abgeholt wird, weil sonst der Datenschutz nicht gesichert ist, während man Monate zuvor alle Bedenken dagegen als grundlos abgebügelt hat und die Lehrer, die das kritisiert haben, als Spinner dargestellt hat. Auf einmal finden wir es okay, dass ungeimpfte Kinder kein Recht auf Bildung haben sollen. Während wir in den Jahren zuvor, zumindest rhetorisch, alle Anstrengungen unternommen haben, um Inklusion voranzutreiben. Auf einmal ist von wiedererlangten Freiheiten für Geimpfte die Rede, während im Jahr zuvor selbst ein indirekter Impfzwang als Verschwörungstheorie galt. Auf einmal ist das nackte Überleben der Alten so wichtig, dass wir sogar die Zukunft unserer Kinder dafür riskieren, während in den Jahren zuvor man die Renten gekürzt hat, die Alten abgeschoben hat und ihnen als für den Klimawandel und alle Übel der Vergangenheit Schuldigen und Verantwortliche sogar ein schnelles Ableben gewünscht hat. Auf einmal ist es okay, dass alte weiße Männer, vor allem alte weiße Männer in Politik und Wissenschaft uns die Welt erklären, während das in den Jahren zuvor als Grund für unsere Blindheit, für unsere Einseitigkeit und für unsere Sturheit galt. Auf einmal klatschen wir dankend Beifall für drastische Grundrechtseinschränkungen und ermächtigende Gesetzesänderungen, während wir in den letzten Jahren zuvor panische Angst vor autoritären Rechtspopulisten hatten, die uns die Freiheit nehmen wollten und die Demokratie abschaffen. Auf einmal ist es anrüchig, privilegierte alte weiße Männer wie Bill Gates und Klaus Schwab zu kritisieren, während es in den letzten Jahren zum guten Ton der Gesellschaftskritik gehörte, eben diesen Menschen und auch den Kapitalismus und das Patriarchat und die Reichen eben als Ursache für alle Übel der Gegenwart auszumachen. Auf einmal ist es anrüchig, die Interessen der Pharmaindustrie zu betonen, während in den letzten Jahrzehnten die Kritik an den Pharmaunternehmen gang und gäbe war und auch ein Skandal in der Pharmaindustrie dem Nächsten die Klinke in die Hand gab. Auf einmal sind Worte wie Impfen schafft Freiheit oder Volksschädling oder Corona-Leugner sagbar, während wir in den Jahrzehnten zuvor unermüdlich vor Geschichtsverharmlosung warnten. Auf einmal sollten wir auch vor allem fügsame, gute Staatsbürger, wie Richard David Precht sagt, sein, die die Regeln niemals hinterfragen, wie Lothar Wieler sagt, während in den Jahren zuvor Untertanentum und autoritärer Charakter als Ausweis eines schwächlichen Geistes galten. Auf einmal darf die Schule wieder mittels Angstrhetorik Regelgehorsam lehren, während in den Jahrzehnten zuvor die Erziehung zur Mündigkeit das hehre Ziel von Bildung sein sollte. Auf einmal sollen Jugendliche wieder Spuren lernen, sie sollen gehorchen lernen, während man in den Jahren zuvor sogar ihnen fürs Schuleschwänzen Beifall gezollt hat. Auf einmal sollen wir das alles wieder mitmachen, wenn es um die Volksgesundheit geht, während wir genau das in den letzten Jahrzehnten als verräterische Rhetorik von totalitären Autokraten begriffen haben. Sehe ich das richtig? Auf einmal leben wir in einer gruseligen Mischung aus Die Welle, Heinrich Manns Untertan, UNESCOs Nashörner, Kafkas Schloss und Ödön von Horváths Jugend ohne Gott. Sehe ich das richtig? Nur du sollst der Kaiser sein.
deines Herzens.